Zeit. Hoboflop, heute die gelbe Periode. Hallo, Unbekannter Nummer 1. Ich sag dir, hallo, Unbekannter Nummer 1. Oh, hallo, Unbekannter Nummer 2. Entschuldige bitte, ich war gerade in schöpferischer Trance. Ja, was machst du denn da? Ich male ein Arschloch mit dem Mund. Ganz toll. Und was soll das? Ich folge den Ruf meiner inneren Stimme. Du meinst, die Stimmen in deinem Kopf haben dir gesagt, du sollst mit dem Mund bescheuerte Bilder malen? Nicht die Stimme in meinem Kopf, sondern die Stimme in meinem Arsch. Das war ja klar. Sag mal, Unbekannter Nummer 1, das... Unbekannter Nummer 1 existiert nicht mehr. Mein neues Ich hat einen neuen Namen. Man nennt mich ab heute Unbekannter Nummer 2. Nee, Moment mal, ich bin Unbekannter Nummer 2. Du Penner musst mir wohl alles nachmachen, was? Was? Okay, okay, dann nenne ich mich eben Popopipipupelpa. Das ist altartikisch und heißt so viel wie, der mit seinem Pinsel viel Freude bringt und zum Nachdenken anregt. Das ist ja alles schön und gut, aber kann man mit mundgemalten Arschlöchern auch Geld verdienen? Besser als umgekehrt. Ach, mach doch, was du willst. Ich geh was saufen. Wart mal, Unbekannter Nummer 2. Wenn du Durst hast, dann habe ich hier was für dich. Ist es das, was ich denke, Unbekannter Nummer... Ich meine, Popopipelpupelpa. Wenn du an eine kleine Flasche mit gelber Flüssigkeit denkst, ja. Vergiss es, ich trinke doch nicht jeden Scheiß, den du... Schnauze runter damit! Bah, was soll denn das? Das ist ja widerlich, was war das denn? Gelbe Ölfarbe. Bist du bescheuert? Warum gibst du mir denn gelbe Ölfarbe zu trinken? Weil große Kunst nur unter großen Schmerzen entstehen kann. Ich verstehe gar nichts mehr. Was denn auf einmal für Schmerzen? Na, diese hier. Super, du hast voll auf mein Bild gekotzt. Du bist doch immer schuld, wenn du mir in die Magenkuhle haust. Vielen Dank, jetzt ist es fertig. Naja, wer abstrakte Kunst mag. Wieso abstrakt? Das ist ein Porträt. Ich nenne es vollgekotztes Arschloch in Gelb.